Hallihallo, willkommen zu meinem ersten Kalender-Dekorationsvideo. Anders als bei anderen habe ich ja nur einen Tag auf einer Seite und deswegen dekoriere ich auch immer nur 2 Tage, also eine Doppelseite, und habe somit auch mehr zu dekorieren für diejenigen, welchen die halt meinen Vlog davor nicht gesehen haben und nicht wissen, ja, was gemeint ist und überhaupt. Es gibt ja jetzt diesen Hype, sag ich mal, den es eigentlich seit Jahren schon gibt und aber, oh, meine Hände. ja, und auch mich jetzt angesteckt hat mit diesem Fidofaxen. Ich habe keinen Fidofax, wie ihr seht. Ich habe einen ganz normalen Buchkalender im Moment, der ja an sich schon, ich drehe ihn mal um, damit ihr es auch sehen könnt, der ja an sich schon schön ist. Also allein vom Äußeren her finde ich ihn schon super. Und auch vom Innenleben her sieht er schon ziemlich dekomäßig aus. Ja, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich nutze meinen Kalender halt immer nicht. Wie man sieht, sind die ersten Seiten hier alle leer. Ich habe ihn nie genutzt und ich wusste halt nie, wie ich ihn nutzen soll. Und deswegen kam mir dieses Filofaxen halt sehr gelegen und ich nenne es einfach nur Kalenderdekoration und deswegen mache ich das einfach mal mit und wollte euch mal zeigen, wie ich meine beiden nächsten Seiten dekoriere und überhaupt, was mein Kalender so hat. Da sind meine Finger so. Ich habe hier vorne zum Beispiel noch Einkaufszettel mit reingeheftet jetzt. Und ja, ich kann euch ja mal einen groben Überblick geben. Das habe ich falsch gemacht. Das interessiert nicht. Also meine erste Seite und meine ersten beiden Seiten. Ich blätter einfach mal so durch, wie es bis jetzt bei mir aussah. Am Anfang halt noch alles chaotisch und ohne System. Und ja, also man kam ein bisschen mehr System rein. Die ab und zu kleben die Seiten auch leider ein bisschen zusammen, was ich ein bisschen schade finde, aber nun ja. Dann gibt es hier halt noch, was man ausgegeben hat im Monat. Finde ich auch sehr gut. Oder halt hier wichtige Termine, aber das nutze ich auch gar nicht. Wichtige Termine, tägliche Ausgaben nochmal zusammengefasst vom Juni, vom Mai jetzt hier und hier ist Juni, was eben so ansteht. Aber wie gesagt, das nutze ich alles auch gar nicht so wirklich. So. Das ist meine aktuelle Seite. Hier ist noch nichts drin, weil ich habe heute noch nicht viel gemacht. Also ich habe mich noch nichts reingeschrieben weiter. Und ja, heute geht es jetzt um die beiden Seiten, die ich mit euch zusammen dekorieren möchte. So, wenn ihr dann dabei sein wollt. Ich habe hier auch noch so ein Bändchen drin, was ja auch sehr schön ist. Also ich brauche kein Lesezeichen oder sonst irgendwas reinmachen, sondern habe eben das Bändchen. Ja. So. Ich werde anfangen. Und zwar habe ich mir überlegt, heute diese beiden Tapes zu nehmen. Einmal ist es ein Textilband und einmal ein Washi-Tape. Und ja, mit den beiden fangen wir auch mal an. Jetzt wird es ja wieder eine Katastrophe werden, das Sache wieder zusammenzukriegen. Weil so ein Textilband, ich habe das einmal benutzt und danach war das, brauchte ich dafür Gummi, um das zusammenzuhalten. Wo geht es denn überhaupt auf, Mensch? Das fängt ja wieder mal gut an. Ein bisschen hier. Hier ist zwar das. Ist das hier vielleicht? Hätte ich vielleicht vorher schon mal aufmachen sollen. Ich finde die Öffnung nicht. Das gibt's da nicht. Ha. Ah. Oh, wie schade, das fällt hier alles. Das klebt ja. Das ist ja unschön. Sekunde mal, Sekunde mal, Sekunde mal. So. Hier zerlegt erstmal das Band quasi zerlegt. Fange ich jetzt schlauer besser hin. So, da. Gut, danach sieht es halt immer so aus. Ne? Das ist ein bisschen. Falls ihr mal einen Tipp habt, wie man das dann wieder schön zusammenkriegt, immer her damit. Okay. Richtig. Das ist so. Und man muss eben dann da bei den Bändern immer das unten abziehen, was bei anderen Bändern nicht der Fall ist. Aber ja. So. Und das will ich jetzt hier unten dran haben. Ich muss erstmal nur ausmessen, wie viel ich brauche. So, einmal. Und auf der anderen Seite halt auch.
Wie lange habe ich das jetzt gemacht? Schauen wir es am Rand. Okay. Weil ich bin gerade irgendwie ein bisschen verpeilt. So. Hier gehe ich dann aber auch über diese Dekoration vom Kalender an sich drüber hinweg. Na. Hallo. Schief. Das hat aber einen ekligen Kleber unten drunter. Da kleben mir immer die ganzen Finger fest. Ah, das fühlt sich aber widerlich an. Jetzt habe ich die ganzen Finger klebrig. So, dann haben wir das einmal. Und hier oben mache ich ja immer dann, wenn ich den oberes mache, dass ich das dann hier quasi drüber mache. Aber das ist natürlich viel zu breit. Das heißt, ich werde jetzt mir das teilen. Na, auch hier muss ich erstmal die Öffnung finden. Ja. Gucken, wie breit reicht die Hälfte? Oder ist die Hälfte immer noch zu dick? Das ist jetzt die große Quizfrage. Doch, die Hälfte müsste gehen, ne? So. Will ich nämlich erstmal auf meine Schneidebrett packen. Und ungefähr. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Das ist ja auch schön. Okay. Nö, schief. Schief kann ich es nicht gebrauchen. Auf die Linie sitzen. So. Schick. Dann erstmal mein teures Messer für 4 Euro. Bei Teddy gekauft, weil das andere nicht da war. So. Okay. Und jetzt einmal halbieren. Zack. Na, jetzt habe ich die Ecke verkrunkelt. Sowieso viel zu lang. Das heißt, warum eigentlich? Ich hab's ab. Nee! Das ist blöd. So.
Na, ja, das hält nicht. Alles Vorführeffekt hier. Weil ich es voll auf einer Kamera mache. Oh, das passt aber wunderbar über die 16. Das ist ja supi. So. Eben schnell das abschneiden. Zack. Ja, den machen wir auf. So, dann den zweiten Streifen. Auf die andere Seite. Wieso gruselt es sich immer so blöd zusammen? Das ist doof. So. So ganz symmetrisch scheint es doch nicht gewesen zu sein, aber naja, mein Gott. Zack. So. Dann ist das erstmal fertig, soweit. Und als nächstes nehme ich mir dann hier meine Haftmarker von Papier und Feder mit den netten Eulen. Die gab es bei Thalia. Und dann nehme ich jetzt diese lilanen. Da ich nicht will, dass das hier unten so komisch absteht, nehme ich immer noch meinen Klebemäuschen. Das hier habe ich bei Teddy gekauft für 1 Euro. Und ich mache meine To-, also es wird eine To-Do-Liste. Und die mache ich immer dahin, wo dann daneben der Text steht. Sodass ich da nicht ganz so viel Raum verschenke. Machen wir das hin da, ne? Da ist gut, dann kann ich daneben noch was schreiben. Sehr schön. So. Dann kommen die Eulen hier unten dran. Da. Und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. So, und das mache ich jetzt hier. Da. So. Gut, und dann habe ich mir überlegt, weil das ja hier Montag ist, und Montag ja immer so ein Tag ist, wo man nicht im Bett bleiben will, mache ich jetzt auch so ein anderes kleines Dingelchen damit dran. So, ist jetzt überall was? Hä, wieso denn nicht? Oh, scheiße, falsch rum. Entschuldigung. Jetzt. Ach ja. Ich habe mich schon gewundert, warum das so komische Geräusche macht. So, Zerzi-Zupf. Und das mache ich jetzt hier oben hin. So. Und schreibe da dann rauf. Think positive. So. Und das hier ist to do.
So. Okay. Hier kommt auf jeden Fall. Und hier kommt auf jeden Fall Kalenderdekoration. Reicht auch, sonst zu lang. Ja, mehr habe ich erstmal noch nicht. Für die nächsten beiden Tage muss ich mal gucken, was ich heute nachher alles schaffe und was ich denn morgen mache. Ja, das wäre dann erstmal soweit meine nächsten beiden Tage. Klebt da nicht so ganz. So. Ja, könnt mir mal schreiben, wie ihr das so findet. Wenn ich jetzt auch so noch komische Videos mache. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.